Let's Play. Ja, hallo meine lieben Skyrim-Freunde. Willkommen zurück zu einer weiteren verschneiten Episode hier in Winterfeste. Ja, wir haben damit angefangen, die noch verbleibenden Quests hier an diesem Ort zu machen. Beziehungsweise ich habe es eigentlich vor. Und wir müssen für irgendeine Quest, ich weiß nicht wohin reisen. Wir haben vom Jarl von Winterfeste eine Quest bekommen, wo wir mit Konstanz, nee, das war ein Kurier, der hat uns einen Brief gegeben, dass wir doch ein Kind adoptieren sollen. Na, weiß ich nicht so. Aber wir müssen einen Helm von Winterfeste finden. Der hört sich ziemlich interessant an und dazu müssen wir zu den Festungen von Düsterhammer reisen. Ha, wo auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung, aber wir werden mal eben. Warte, was war da? Wir werden mal eben auf der Map gucken. Ah, der Helm von Winterfeste. Da, ich sehe nichts auf der Map. Man sollte eigentlich meinen, dass dieser Ort jetzt dick und fett dargestellt wird. Ach, hier oben. Ah, da, Festung Düsterhammer, da waren wir sogar schon mal. Okay, da reisen wir gleich hin. Ich gucke mir erst davon das Monument an. Das haben wir noch nicht erkundet und das sieht nach einem großen Draugr-Ding aus. Das heißt, da finden wir bestimmt wieder einen Drachenschrei und alles. Das machen wir auf jeden Fall. Warte, ich muss eben gucken, wie viel wir... Okay, wir haben noch 75 Platz frei zum Tragen. Das muss dann reichen und da unten ist schon wieder ein Säbelzahntiger. Ja, dann gehen wir da vorne hin. Da ist auch noch ein Hügelgrab. Meine Fresse. Wir können hier noch so viel machen. Wer weiß, wie viele Quests wir da noch entdecken. Stirb, Kätzchen! Oh nein, dieses Kätzchen ist nicht mit Wotan verwandt. Guck an, wie schnell der stirbt. Tja, Wotan hat großartige, krasse Blutlinien. Nicht mit so billig wie hier. Schneesäbelzahntiger. Tja, dass ich nicht lache. Okay, wir versuchen natürlich, es zu vermeiden, ins Wasser zu geraten. Als Khajiit ist man da so ein bisschen eigen. Wir springen hier einfach von Eisscholle zu Eisscholle. Wir versuchen es zumindest. Oh. Nicht im Wasser. Nicht im Wasser. Wotan nicht mögen. Okay, das hätten wir doch schon mal sehr gut hingekriegt. So. Eine kleine Insel. Bisschen mit Gletschern bedeckt. Ha, bisschen ist gut. Das ganze Ding ist eigentlich doch zum Teil ein Gletscher. Okay, eine Nierenwurz, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Her damit. Wir müssen mal wieder ein bisschen Alchemie machen, glaube ich. Wir haben bestimmt schon sehr, sehr, sehr viele Reagenzien wieder im Inventar. Hm. Das sieht ja interessant aus. Umgucken. Nicht, dass hier irgendwo noch Gegner hinter den Ecken lauern. Bisher war es ja immer so, dass wir ganz oft Schneetrolle gesehen haben bei diesen Monumenten. Ich weiß nicht, warum Schneetrolle von diesen alten Draugr-Gräbern angezogen werden, aber die mögen es ja da draußen herumzustolzieren irgendwie. Habe ich das Gefühl. Drachen natürlich auch, ich meine klar. Aber vor allem... Ah, Skelette. Nee, da muss ich nicht die Superpfeile benutzen für so ein billiges Skelett. Da nehmen wir... Ebernerzpfeil. Wir haben nicht mehr so viele Drachenknochen. Drachenpfeile. Müssen wir mal wieder welche herstellen gehen. Ja, hat sich überhaupt nicht gelohnt, den zu töten. Okay, die Toten treiben hier ihr Unwesen. Wie heißt der Ort? Ich habe nicht drauf geachtet. Himmelstempelruinen. Das hört sich sehr interessant an. Oh nein, das ist die Winterfeste, die Akademie. Das ist... Da hat einer geschossen. Oh, das Skelett macht komische Sachen. Da, guck mal, das Skelett springt so ein bisschen rum. Da vorne springt doch irgendwas. Nicht, dass der sich wieder zusammenbauen will. Hatten wir ja... Guck mal da, der komische Schatten. Was ist denn das da? Komisch. Oh, oh. Stirb. Skelett. Skelett Guardian. Oh, ein bisschen Geld hat er. Ah, genau. Das wollte ich doch sagen. Es gibt doch Skelette, die sich immer wieder zusammenbauen. Oder nicht immer wieder, aber einmal machen sie das. Und der gehört wohl dazu. Okay, bevor wir da zu diesem komischen podestähnlichen Ding hingehen, gehen wir hier hin. Zu diesem halb mit Schnee bedeckten... Ah, da ist eine Tür. Okay, da können wir bestimmt rein. Ne, ist nur eine Holztür. Skeleton Master, irgendwas.
Der sagt nichts mehr, außer der wird jetzt gleich wieder erweckt. Zauberbuch Feueratron nachbeschwören. Oh, dann nehmen wir mal mit. Falls wir das noch nicht kennen. Ich meine, wir machen sowas nie, aber... Boah, ich muss die Bücher wegbringen. Das geht mir so ein bisschen auf den Sack. Oh, kennen wir schon. Okay, weg. Nee, das steht nicht nochmal auf. Ich höre aber schon wieder das nächste Skelett. Oh! Stirb! Die sind schon sehr blind, die Viecher. Na gut, Skelette, eigentlich... eigentlich haben die ja noch niemals einen Augapfel. Eigentlich dürften die gar nichts sehen. Na los! Steh auf! Ich will dich nochmal erledigen. Stimmt immer, wenn es ein Skelett-Guardian ist, war es, glaube ich, so, dass die dann nochmal aufstehen und Rache nehmen wollen. Aber der ist irgendwie... Der will aber irgendwie auch nicht. Dann machen wir... Während das Skelett sich entscheidet, ob es nochmal aufstehen soll, ich meine, ich kann es verstehen, der wird sowieso nämlich direkt nochmal sterben. Warum soll er dann aufstehen? Ah, okay. Immortal Ancient Skeleton Guardian. Der steht dann auch nochmal auf, nur der ist immortal. Scheiße. Oh, der hat aber Leben. Stirb! Wenn der gleich aufsteht, ne, der macht ihn so frisch. So, looten. Vielleicht bin ich jetzt sogar versteckt, wenn ich Glück habe. Ancient Ort Nord Armor Old. Warum steht denn da in Klammern Old? Ich weiß es nicht. Eben jetzt fallen wir mit. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Wir versuchen hinter den zu kommen, wenn er jetzt aufstehen sollte. Der ist ja immerhin ein Guardian. Tja, der will gar nicht aufstehen. Ja gut, dann nicht. Vor den Zeitaltern der Menschheit. Ja, nehmen wir mal mit. Das hört sich doch sehr interessant an. Elixier der Regeneration. 600 Gold. Boah, das können wir irgendeinen alchemistischen Spacken geben. Der wird bestimmt dafür ordentlich Knete abdrücken. So, da nochmal 200 Geld. Großen Seelenstein brauche ich nicht. Dann sind wir hier... Habe ich schon abgeschlossen, das Ding? Tatsächlich. Okay, mehr ist hier nicht. Gut, da vorne gab es noch diesen einen... dieses Podest da zum Nachgucken, das mache ich auch noch. Ah. Ach, orkischer Pfeil. Ich habe gedacht, das ist einer von unseren Pfeilen, den wir irgendwo mal verschossen haben. Kannst du behalten, ey. Was soll ich denn damit? Da ist auch irgendein Pfeil. Kann aber... Doch, der könnte vielleicht sogar von uns sein. Wobei, wir haben bisher nicht daneben geschossen, ne? Ne. Keine Ahnung, warum hier orkische Pfeile sind. Wie machen wir das denn am dümmsten? Der Wait Guardian. Aufpassen! Das war eng. Oh, der hat uns fast gesehen. Guck mal, das Auge ist fast offen. Stirb! Okay. Ah, Skelette sind jetzt nicht so die Herausforderung. Glücklicherweise. Okay, der steht auf. Überleg dir das. Überleg dir das gut. Ja gut, ich meine, wir können ihn ja nur warnen. Mehr geht nicht. Wey, da ist ja schon wieder das nächste Vieh. Hau ab. Uns hat noch irgendeiner gesehen. Ach, normales Skelett. Einhändig verbessert. Auf 94 schon. Meine Fresse. Stahlbare, na gut. Kann er behalten. Orkische Pfeile, alter Nordpfeil. Interessant. Keine Ahnung, warum das hier so ist. Hat noch niemals Geld dabei. Also hat sich jetzt... Hey, was machen die denn hier mit den armen Schneefuchs? Oh, der Arme. Ja. Okay, dann haben wir das hier erkundet. Erfolgreich. Können wir ja nicht weggehen. Ich habe eigentlich gehofft... dass das hier so richtig wieder so einen coolen Drachenschrei gibt, den wir lernen. Aber hast ja gesehen. So viel Glück haben wir dann doch nicht. So, die Frage ist, gehe ich da vorne noch zu dem Hügelgrab hin? Das ist definitiv ein Hügelgrab, das sieht man ja am Icon. Ich meine, gut, klar, hier hätte man es am Icon eigentlich auch erkennen können, dass es kein richtiges Hügelgrab ist. Aber, na, ich gehe da hin.
Hügelgräber sind immer nett. Ha, ja, okay, wir müssen anscheinend diesmal sogar ins Wasser. Das wird Wotan nicht gefallen, aber... ins kalte Wasser. Armes Kätzchen. Ja, nee, scheiße. So, da vorne ist noch eine seltsame Eisscholle, die wir auch nochmal uns angucken können. Beziehungsweise von da wird es wahrscheinlich den Eingang zu diesem Hügelgrab geben, denke ich mal. Irgendwie, dass da so eine Eisformation ist, über die wir drüber laufen können. Wir laufen eventuell mal mit gezogenen Waffen. Ah, guck mal da, das sieht doch schon interessant aus, ne? Auf jeden Fall, Treppen sind immer interessant. Okay, das ist losgelöst. Skever! Dreckige Viecher! Gib deinen Schwanz her! Ja, damit. Rolle der Raserei. Nehmen wir mit. Ich weiß nicht, was hier los war. Warum hier Skever sind. Warum hier überall Rolle der Besänftigung und so weiter liegen. Nicht, dass die Tür jetzt zugeht, wenn wir da reinlaufen. Gärtchen in der Falle. Okay. Wasseratmung kennen wir schon. Rolle der Besänftigung, Trankengespeute. Gucken wir in die Säcke hier rein. Ja, toll. Ganz behalten. Kartoffeln und Kohl. Irgendjemand... hat hier Skever gefangen gehalten. Man weiß nicht warum. Talos, ja. Keine Ahnung. Da vorne... Guck mal, da vorne ist ein Riese. Den machen wir frisch. Das gibt wieder ordentlich Geld und ein paar Riesenzähne und so. Also ein paar, nicht ein. Wobei eigentlich komisch, ne? So ein Riese sollte eigentlich zwei Zähne haben. Ja, wobei, vielleicht hat er ja einen im Kampf verloren. Stirb! Frost Giant! Okay. Ja, das ist jetzt... Die sind jetzt keine Herausforderung. So, Gold, 100 Novat. Guardian Longsword kann er behalten. Da, Riesenzeh, Smaragd, dann nehmen wir gerne mit. Da vorne, das ist richtig geil. Guck mal, da ist ein Riese. Hier sind überall Riesen. Wir laufen hier ein bisschen rum. So ein paar Riesenzehen kann man immer gebrauchen. Wenn es um Alchemie geht, auf jeden Fall. Das sind ja schon sehr seltene Materialien. Nur aufpassen, dass die uns nicht sehen. Weil, wenn wir dann doch in den Nahkampf mit denen müssen, dann gehen die ja schon ganz schön ab. Mit ihrer fetten Keule. Das möchte ich ja eigentlich vermeiden. Stirb! Oh oh. Okay. Ja, ja, Horka ist gut. Du bist... Dich greifen wir nicht an. Weil du hast ja keinen tollen Loot dabei. So, Ebernerzpfeil. Wieder 200 Geld, ein Riesenzehn. Der da vorne interessiert mich. Der scheint so seltsam zu leuchten. Falls das überhaupt ein Riese ist. Vielleicht ist er sogar ein Questgeber oder so. Oder ist das ein spezieller Riese? Ich weiß es nicht. Schauen wir uns das mal an. Wir schleichen mal dahin. In der Hoffnung. Ich meine, wenn es ein normaler Gegner ist, können wir den erdolchen. Wir speichern mal vorher. Falls er uns direkt mit Einschlag tötet oder so. Ich kann den gar nicht bestehlen. Warum? Ach so. Ich habe wirklich gedacht, jetzt... Das ist ein Questgeber. Also, schon tot. Hast gesehen, wie der reingehauen hat mit einem Schlag? Meine Fresse, ey. Drachenknochen? Nö, brauchen wir nicht. Ein Schneedings da. Oh, Säbelzahnpelz. Okay, den nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Irgendwas noch hier? Nee, okay. Wir kommen wieder von unserem eigentlichen Ziel ab. Nämlich dem Draugergrab da vorne. Das wir jetzt schon gar nicht mehr auf der Karte sehen, weil wir so weit weg sind. Corundum Ore. Was auch immer, was Corundum Ore ist. Brauchen wir aber nicht. In der Regel brauchen wir überhaupt keine Erze abbauen. Okay. Da wollten wir hin, ne? Ich laufe da oben auf die Eisscholle drauf. Ja, ein paar Riesen kaputt kloppen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Auf Solstheim gab es die ja nicht. Ich weiß noch früher. Daran kann ich mich wirklich noch erinnern. Diesen ersten Riesen, den wir westlich von Weißlauf kaputt kloppen wollten, wieder voll abging, wie wir da... Ich weiß nicht, wie viele Pfeile an den verschwenden mussten. Im Nahkampf war ja gar nicht zu denken damals. Der hat uns ja mit einem Schlag
komplett weggebumst. Oh oh. Ja, komm hier. Stirb! Also ich dachte, die sind feindlich. Na gut. Wäre jetzt ein Riegling hier, dann wird er wahrscheinlich zusammen mit den Rieglingen auf uns kloppen. Aber so? Ja, der ist ja doch feindlich. Der war nur mit dem Fuchs abgelenkt. Blödes Vieh. Fuchs, ich hab dich gerettet. Hier, guck mal. Kannst du mir auch mithelfen bei dem widerlichen, ja, kann ich nicht looten, ist ein Bug. Keine Ahnung. Der ist ja irgendwie mit der Pfote im Eis hängen geblieben und ist gestorben. Dann ist das so. Ah, was für eine Aussicht. Okay, Säbelzahntiger sehen wir schon. Das ist schon schön hier oben. Und da ist der Trauergrab, wo wir jetzt hinwollen. Mal gucken, ob wir es hier irgendwie runter schaffen. Ich hab da so eine schlechte Idee. Also eine schlechte, nicht Idee. Also, ja, auch Idee, aber so ein schlechtes Gefühl, wollte ich eigentlich sagen. Aber, ja, ich meine, wir sind ein Kätzchen. Wir können aus großer Höhe fallen. Das ist die Natur eines Khajiit. Haben die wirklich so eine Passivfähigkeit? Ich weiß es gar nicht. Würde auf jeden Fall Sinn machen. So, Säbelzahntiger. Komm her. Ja, was? So, ich weiß jetzt nicht, warum ich weggezoomt habe. Wollte ich eigentlich nicht. Aber okay. So, Draugagrab. Da vorne ist der Eingang, so wie es aussieht. Auf jeden Fall sind hier schon diese ersten Steinkonstruktionen. Ah, tatsächlich. Hier im Boden einfach. So eins ist das. Okay. Da werden wir wahrscheinlich da oben wieder rauskommen, denke ich mal. Ich habe den Namen mal wieder nicht gelesen. Geld. Iskramors. Ah, Iskramor. Das ist doch dann für die Gefährten eigentlich. Die stehen doch voll auf Iskramor. Ah. Okay, eigentlich sollten wir hier wahrscheinlich noch gar nicht hin. Aber wenn die Gefährtenquest nicht weitergeht. Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass man hier für die Gefährten hin muss, weil die ja voll auf Iskramor abfahren. Das heißt, eventuell können wir hier noch niemals was machen. Iskramor. Ha, Trollschädel, Wolfspelz nehmen wir mal mit. Trollschädel, na komm, geh da weg. Geld, irgendjemand kommt hier immer wieder hin und gibt Opfergaben. Finde ich ja gut. Können wir ja mitnehmen. Ja, okay, hier fängt es schon an. Ich sehe keine Kette, aber da geht es definitiv weiter. Scheiße. Da geht es auch weiter. Ich sehe auch hier keine Kette. Ja, das ist natürlich super. Das wäre natürlich sehr scheiße, wenn wir diese Quest hier nie machen könnten. Weil es einfach total buggt bei den Gefährten. Oder ich meine, gut, das muss nicht mit den Gefährten zusammenhängen. Das ist jetzt so eine Annahme von mir. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass das dazugehört irgendwie, glaube ich. Ja, dann ist das so. Können wir hier nichts machen. Schade. Da finden wir irgendein Hügelgrab und dann geht das nichts. Iskramors Grab. Ja. Dann gehen wir... Genau, hier Dämmerstern konnten wir eigentlich questen. Da müssen wir jetzt sowieso hin in die Richtung. Hier für die eine Quest. Dann können wir eigentlich auch gleich hier den Dämmerstern weitermachen. Dann machen wir den Norden hier irgendwie fertig. Das wird ja zusammenpassen. Weißlauf haben wir ja komplett fertig gequestet. Da können wir Dämmerstern machen. Vielleicht dann noch, na, Mortal ist schon wieder vielleicht ein bisschen zu weit weg. Wir machen Dämmerstern, dann danach vielleicht Windhelm. Die ganzen Zwischenorte müssen wir auch noch ein bisschen abklappern. Wir machen das schon irgendwie. Aber jetzt erstmal zur Festung Düsterhammer, wo wir schon mal waren. Irgendwann ist zumindest abgeschlossen. Um uns da einfach den Helm zu holen. Für den Jarl da. Der freut sich dann. Vielleicht ernennt er uns dann... Ja, du Schattenmähne. Vielleicht ernennt er uns dann nochmal... zum Tarne von Weißlauf. Nicht das... von Weißlauf. Von Winterfeste. Nicht, dass wir das bräuchten. Aber ja. Ah, da oben ist ein Gegner. Wobei, da muss ja kein Gegner sein, ne? Das kann auch ein normaler Mensch sein, der zu einer Quest gehört. Ha, okay. Wahrscheinlich ist er doch ein Gegner. Man weiß es natürlich nicht. Wir nehmen mal den Dolch. Wir gucken, was der Name sagt, wenn wir den... Ah, der ist ein Feind. Siehst du, der ist rot. Ganz ruhig. Ganz viele Banditen. Bleib weg.
Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Tja. Du warst dir sicher, aber nicht sicher genug. Okay, bevor die hier sind, haben wir den hier wieder ausgeraubt. Okay, vielen Dank. Tja, wenn die da die große Runde laufen wollen, von mir aus, ich springe hier einfach hoch. Stirb! Oh, der hat das überlebt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Scheiße. Scheiße. Wir müssen mal wieder so ein bisschen Zieltraining machen. Es war gar nichts. Ach so. Ja, eigentlich. Okay, ich wollte hier eigentlich wegschreien, aber. Stirb! So. Eigentlich wollte ich hier den Eisschrei machen. Wo ist er? Eisschrei. Da, Frostatem. Eigentlich wollte ich den machen. Ja, gut, haben wir ein bisschen Time Motion Ellipse Dingsbums, was weiß ich. Bisschen Zeitlupen-Modus. Ja, hier den Ebernetzfein nehmen wir natürlich wieder mit. Komm, 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 hier, komm, komm. Ebernetzpfeile, zwei Stück, jawohl. So. Da haben wir daneben geschossen. Ja, damit. Wir haben eigentlich zweimal daneben geschossen, aber der andere Pfeil ist wohl nicht mehr auffindbar. Der ist irgendwo da gelandet wahrscheinlich. So. Dann gehen wir da rein. Der Banditenanführer dürfte auch wieder leben. Ist aber kein Problem. Oder auch nicht. Ach, guck mal hier, wir sind schon ganz in der Nähe. Was ist denn hier oben? Eine kleine Hure. Das Balk ist nicht von mir. Könnte von jedem sein. Guck, was der für ein geiles Schwert hat. Einen rostigen Septim von mir. 250 Gold, das ist eine Menge. Ich glaube, das können wir nicht klauen, ne? 90% Wahrscheinlichkeit. Hat funktioniert. Okay. Ha, stirb! Widerlicher Anführer! Ey, der hat die gleiche Rüstung an wie wir. Eigentlich schon sympathisch. Aber zu spät. Er ist tot. Elven Great Wingsblade. Ach, das ist so ein Großschwert, ne? Sieht aus wie so ein kleiner Dolch, finde ich irgendwie. Irgendeine Axt. Schlüssel brauchen wir nicht. Ey, was hat der denn für ein Buch? Lieder der Rüstung. Ach ja. Nee. So, Truhe öffnen. Dietrich, Geralt, Helm von Winterfeste. Sieht total langweilig aus. Sieht aus wie normaler Nordhelm, ne? So ein bisschen verziert, vielleicht ein bisschen mehr als sonst, aber ja, nehmen wir mit. Müssen wir ja. Sehr gut. Der schwarze Pfeilband 1. Nee. Dann können wir diesen Ort verlassen. Machen wir den Jarl von Winterfeste ein Geschenk. Der gibt uns dann ein bisschen Geld. Und dann sind wir eigentlich mit Winterfeste durch. Da gab es ja nichts mehr. Außer der hat dann vielleicht noch eine Folgequest oder so. Kann ja sein. Ich glaube nicht, aber kann sein. So, ich hoffe, der ist nicht wieder am Pennen. Wobei das schon nach Nacht aussieht. Mal gucken, in welchem Bett der diesmal schläft. Ich hoffe nicht, dass ihr Erde Hallo. Oh, diesmal, oh. Der hat sich gegen die Frau durchgesetzt. Nein, oh. Leise. Sagt, dass Leute wie ihr der Grund seid, dass hier niemand mehr wohnt. Leise. Der hat sich nicht durchgesetzt mit der Frau? Boah, das ist die Frau, die schnarcht, ne? Der hat sich nicht durchgesetzt, der hat sich an die Rang gemacht. Das ist natürlich eine Flirtstrategie vom Allerfeinsten, ne? Der geht zuerst zu der hin, sagt, ey, du komm, schlaf mal in mein schönes Bettchen, ne? Ich schlaf schon irgendwo anders, mach's dir mal da gemütlich, ne? Dann gewöhnt die sich hier an den Luxus, an das komfortable Bett, ne? Dann kann die gar nicht mehr Nein sagen und zack, schon gehört sie dir. Das ist so eine Idee. Jarl Kurier, du bist schon so ein Schlitzohr, meine Fresse. Also, wir müssen dich aber jetzt leider wecken. Aufstehen! Bleibt mir bloß mit dieser Magie vom Leib. Hä? Du wohnst hier an der Winterfesten Akademie. Wie dem auch sei, Jarl, ich habe den Helm von Winterfeste. Könnt ihr glauben, dass dieses Fürstentum sich einst um den Thron des Großkönigs bewarb? Nun werden wir vielleicht Gehör finden. Hier habt ihr die versprochene Belohnung. Winterfeste dankt euch.
Ah, danke. 1500 Gold. Boah, sehr edel. Vielen Dank. Da gibt's da so einen komischen Dunkelmagier da oben in Solstheim. Das ist ein Knickriger. Den hättest du mal kennenlernen sollen. Ey, da kriegst du... Nee, also so. Braucht ihr noch etwas, mein Jarl? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Ah ja? Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nützen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der meinem Fürstentum bekannt ist. Da bin ich. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Hab ich. Es wäre mir eine Ehre. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ja, 3 von 3 Leuten geholfen. Sehr gut. Ja, ich habe eurem Volk geholfen, schon in der Vergangenheit. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Winterfeste. Diese Waffe aus meiner Waffenkammer soll euch als Zeichen eures Amtes dienen. Ich werde meine Wachen ebenfalls von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen schließlich nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Jarl. Hab Dank, mein Jarl. Klinge von Winterfest. Ich will gar nicht gucken, was das für ein Kackschwert ist, aber... Oh, ja, ein Elfenschwert. Ein ganz normales Elfenschwert eigentlich nur. Ist das ein Elfenzweihänder. Steckt das Ziel in Brand. Ja, okay. Vielen Dank, vielen Dank. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich werde dich nie wieder behelligen, denn wir sind jetzt hier fertig. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Wache, ne? Ja, der zweite Tarn, ich glaube, das ist der zweite Tarntitel für uns. Es dürfte der zweite sein, soweit ich da informiert bin. Ich wollte jetzt immer noch irgendwo in einem Bett schlafen, einfach so, auf einer Pritsche. Gibt's das nicht irgendwo? Irgend so ein Lager. Jetzt muss ich hier aber mal gucken. Wir wollen ja sowieso nach Winterfest zurück, nach Weißlauf meine ich. Keine Ahnung. Gibt's nicht. Ich will doch nur irgendwo in der Wildnis schlafen, damit, wenn... diese Gefährten an uns herantreten wollen, dass sie das können. Aber, hier ist nirgendwo was. Wie sahen das denn früher immer aus? Diese Lager. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier eigentlich irgendwo welche sein müssten. Ist egal. Dann reisen wir eben so ganz normal nach Winter, nach Weißlauf. Können wir zumindest schon mal so ein paar Sachen ablegen. Hier Mirax-Rüstung und so. Erstmal in unsere, Dingster-Truhe, unsere Verwahrungstruhe, damit es irgendwie aus dem Inventar weg ist. Wenn wir irgendwann... Ja. Wenn wir irgendwann, ich weiß nicht, was ich sagen wollte, ein schönes Haus haben, so mit ganz vielen Rüstungsständern und so. Wir haben ja in Markart haben wir schon so ein paar Rüstungsständer in dem Haus drin, aber es sind auch nur 3 oder 4, das reicht ja für ganz viele Rüstungssets nicht aus. Weil ich würde da schon sehr, sehr viele darstellen wollen. Einfach um unsere epischen Abenteuer irgendwie da kundzutun. Was? So, was kann denn weg? Da wir kein Stahlrimm mehr abbauen, für den Moment, kann das weg. Das behalten wir. Klinge von Winterfeste kann weg. Mirax Schwert kann weg. Der Stab kann auch weg. Ulfriks Scheiße müssen wir für den Moment noch behalten. Wieso haben wir... Ach so, das ist wahrscheinlich die Halskette, die wir nach Dings bringen müssen. Nach Falkenring, denke ich mal, für die eine Quest. Da, Mirax. Handschuhe. Robe, Stiefel, alles weg. Okay, haben wir noch irgendwas? Genau, wir nehmen jetzt... Ne, ich nehme gar nichts mit für den Moment. Ich muss eben gucken, ob ich hier eine Maske reingetan habe. Ich glaube, wir haben hier eine von diesen Masken reingetan. Ne, das ist das, genau, das sind die neuen Masken. Liebeskillenkapuze. Dunkern ist auch eine neue Maske. Denn es gab doch... diesen einen Ort. Genau, die Holzmaske brauchen wir. Da können wir diesen einen Ort betreten, wo wir diese Masken ausstellen können. Und ich glaube, wir hatten eine von denen gefunden, von Wokun oder so, glaube ich. Müsste ja gleich kommen. Ha, die Narrenstiefel, ja, das sind auch wieder Erinnerungen. Schattenklamotten, nee, brauchen wir nicht. Sea Dog Treecorn, was weiß ich. Telmetrinrobe, ja, vielen Dank nochmal. Da, Wokun. Ist zwar schwere Rüstung, sieht aber aus, die nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob wir die da ausstellen können. Aber das werden wir, hallo? Das werden wir jetzt rausfinden. Nach Labyrinthion mussten wir, glaube ich, dafür reisen. Kann da noch ein Schwert rein in der Mitte? Nee, schade. Okay, hier sind wir fertig.
Eben nur noch mal. Ach, da öffnen sie die Map, das Spiel kackt ab. Das liebe ich schon wieder. Scheiße. Okay. So ist das leider. Aber gar nicht so schlimm, wie ich gerade sehe. Ja, meine Leute, diese Episode ist damit zu Ende. Das Spiel ist abgeschmiert. Ich wollte eigentlich nochmal das Spiel neu laden, aber hab dann gesehen, hopp, ja, Episode ist sowieso jetzt vorbei im Prinzip. Deswegen brauche ich gar nicht nochmal anschmeißen. Und ja, wir sind in Weißlauf. Wir haben gerade unser trautes Heim verlassen. Da ist das Spiel einfach mal abgeschmiert. Das ist mal wieder, boah, Timing, ne? Und ja, wir werden uns dann in der nächsten Episode erstmal nach Markart begeben, um die ganzen Bücher abzulegen. Und danach versuchen wir nochmal nach Labyrinthion zu gehen. Ich glaube, das war der Ort, wo wir mit der Holzmaske diesen verborgenen Ort öffnen konnten, wo wir diese ganzen Masken platzieren müssen von diesen Drachenpriestern. Wokun sieht jetzt aus wie so eine Drachenpriestermaske, obwohl es eine schwere Maske ist. Ich bin da nicht ganz sicher, ob wir die da reinsetzen können. Aber wir versuchen es auf jeden Fall in der nächsten Episode. Und ansonsten werden wir wahrscheinlich, wie schon angekündigt, in, wie heißt das? Dingsterbumster, denn diese andere Ortschaft da weiter questen. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Irgendwas mit Stern, Dämmerstern, genau, Dämmerstern. Wir werden den Dämmerstern dann höchstwahrscheinlich weiter questen. Denn da erinnere ich mich an eine Quest, wo die Menschen immer wieder gesagt haben, als wir einmal kurz da waren, die hätten irgendwelche Albträume andauernd nachts. Das hört sich ja schon nach Dedra an. Und das könnte interessant werden. Gut, ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Episode. Ciao.